So, der erste Lauf hat mit dem Start erfolgreich begonnen in den heutigen Jugendsportspielen im Mehrkampf. Mit der 262 hier Flotte aus Rostock gewinnt diesen Lauf, wie gesagt, die Ergebnisse dann zeigen. So, der erste von 275 Meter Läufen, 13 gegen 1. 418 aus Fritz, der nicht das jetzt richtig. So, ab geht's, sechs junge Damen, sind richtig mit auf der Bahn. 364, das wurde am Ende nochmal ganz schön eng. So, kommen wir auf den Herr der letzte Lauf in der Altersklasse ist erfolgreich gestartet. Die 2-5-2 von Sieg vom ersten Lauf der Herren, die gewinnen. So, da kommen Sie, oder auch hier gibt es einen, der deutlich gewählt ist, 282 hier vor. Das war Anton Steffen von der Verrostung. So, der Start ist vollzogen. Komm, Rede! Sieh! Komm, Rede! Oh, das war auch sehr eng. Ich sage nicht, wer gewonnen hat. Wir lassen uns überraschen nachher. Im zweiten Lauf auf. So, auf geht's. Vier blieben noch übrig von den sechs, die ich angesagt habe. 19, das ist die Startnummer von Amy Brunelle. Sie läuft für die Hand. So, jetzt geht's los. Die Ritter von vier Läufen. Komm, Silvia! 1-4-4. Ich bin in diesem Lauf eher früher. Wir sind zusammen gerade im Saal. So, der Start ist von so einem Abend. Eng wird's. 3,5 Meter, glaube ich, gesehen zu haben. So, wir die 260 Willibald Fettens gewinnt mit diesem Lauf. So, hier geht es dann gegen 10:30 weiter mit der Mensch. Im Lauf 2 sehen wir die 7 weitere Starter auf Bahn 1 von Jormann nach Rostock. 3x3 Kilometer. Gewinnt die zweite Zeitlauf.